Wir müssen tiefer in das Grabmal hervordringen, um einen Schlüssel zu suchen, den wir benötigen, um danach Sir Crocodile zu besiegen. Ich glaube, wir werden heute so lange spielen, bis Sir Crocodile besiegt ist. Außer es dauert sehr, 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 sehr lange, sich hier durch das Grabmal zu bekämpfen. Es sieht ja ein bisschen verwirrend aus, der erste Blick, den ich auf der Map werfe oder auf die Map werfen kann. Ja, wir gehen direkt hier hinein, sehen verschiedene Schalter, die uns Tore öffnen, aber machen die auch irgendwas anderes zu. Dann sind die wirklich nur zum Öffnen da. Das ist auf jeden Fall eine Erläuterung dafür, was in Zukunft kommen wird. Ist okay, dankeschön. Und ich hab... Oh, die Tür ist aufgegangen. Ah, da kann ich jetzt noch weiter runter. Ich hab noch eine Tür geöffnet. Okay, da sehe ich auch schon das Schloss für die Tür. Wumm, und ich kann da nicht nach rechts. Also ich muss dann wieder zurück. Sieht zumindest so aus. Zack. Wumm, jetzt habe ich da irgendwas auf der anderen Seite geöffnet. Bedeutet, ich muss einmal rüber. Es scheint sehr straightforward zu sein. Okay, ich kämpfe nicht gegen dich. Da gibt es keinen Erfahrungsbonus. Da bin ich aber ganz schnell raus bei solchen Kämpfen, mein Lieber. Das heißt, hier ging es nach oben. Oh, das ist so eine verwirrende Map. Hier geht es überall nach oben. Oben ist da, wo ich herkomme. Hier ist eine Schatztruhe. Dankeschön. In der letzten habe ich übrigens ein richtig krankes Accessoire gefunden. Das war super geil. Das gibt mir plus 700 LP. Die meisten Accessoires sind so bei 200 LP. Das ist einfach plus 700. Kaputt! Kann man das hier einfach durchhauen oder sowas? Da ist noch eine Kiste dahinter. Kaputt. Kann ich hier vielleicht von rechts oben runterspringen oder so? Ganz eventuell, solche Möglichkeiten gibt es hier nicht. Okay, das heißt, ich muss sogar rätseln. Und ich dachte, ich kann hier so chillig längs laufen. Nein, geht gar nicht. Hier doch, kann ich auch nicht längs. Okay, dann wieder dahin, wo wir herkommen. Eventuell kann man sich da irgendwo rüberschwingen oder sowas mit Ruffy. Wir gucken mal. Den einen Gegner besiege ich ganz kurz, damit ich dann chillig hier entdecken kann. Da vorne muss ich auf die andere Seite, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Weg. Ich muss leider gegen diesen super schwachen Gegner kämpfen. Es ist sehr, 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 sehr traurig. Ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich habe gar keine Lust dazu. Vor Shopper einfach drei Gegner. Vier Gegner. Gegner haben sich gruppiert. Ach, das heißt, diese Gefahrmission, da war kein... Es gibt Bonus-XP gegen die zu kämpfen. Die Gefahrmissionen kommen einfach zufällig. Alles klar. Okay, Gegner haben sich gruppiert. Befreie das Gebiet von Shopper möglichst schnell. Wird gemacht. Dafür brauche ich... Huch, das sind sehr effektiv. Ah, doch. Ah, Ruffy, du bist gerade gebunden, aber ich krieg dich da raus, Ruffy. Kampfkur ändern. Zack, dich einmal tauschen. Und dann darf Ruffy bitte als erstes volle Kanne mit der Gatling auf alle vier draufhauen. Viel Spaß, Ruffy! One-Shot. Gib mir den One-Shot. So stelle ich mir das vor für die Bonus-XP. Das Gebiet von Chopper wurde befreit. Bonus-Erfahrung gibt es auch. Und du darfst ganz chillig einmal, wenn du möchtest, mit der Tigerfalle oder mit Onigiri. Mit der Tigerfalle machst du den Rest. Komm, die 36 SP, die haben wir. Die sind eine... Ach was, hat nicht gereicht. Darf der auch schon angreifen direkt? Nein, darf er nicht. Dann ist ja alles gut. Möchtest du? Komm, Chopper, zeig, was du kannst. Was für ein Monster-Hit. Nur nicht übertreiben, Chopper. Nur nicht übertreiben. 8300 Bonus-Erfahrung. Okay. Wenn das eh zufällig ist, dann brauche ich das Haki von Ruffy gar nicht einsetzen. Das Haki von Ruffy zeigt mir nur die ganz kleinen Boni. Und da oben ist etwas. Oh. Ah, da sieht mal einer an. Ich habe die Kämpfe nach oben gerichtet, ich Trottel. Okay, ich musste gegen das Viech kämpfen. Das war auch eine kluge Entscheidung, dagegen zu kämpfen. Da vorne ist noch eine Kiste, die wird mitgenommen. Die habe ich ja schon aus der anderen Reihe sozusagen gesehen. Und dann können wir weiter nach unten für den Schlüssel, meine lieben Freunde. Um zu Sir Crocodile zu kommen. Ich bin bereit. Von wo aus hat sich jetzt hier ein Weg geöffnet? Ach, von überall. Okay, das ist chillig. Davor, wie gesagt, den Schlüssel mitnehmen, beziehungsweise den Schatz mitnehmen. Und dann können wir auf in die nächste Ebene. Mal sehen, wie viele Ebenen es hier gibt. Zup. Dankeschön. Halskette plus LP 220 oben legen, seht ihr es jetzt. Und ich habe einfach ein Item gefunden, ne? Perus Kopf, also Perus Headpiece. Also irgendjemand, der ja auch hoch angesiedelt ist in Alabastia. Plus 700 LP. Das ist absolut crazy, das ist absolut genial. Bong, hau drauf. Zufällig gefunden. Auf dem kurzen Weg, von den ich im letzten Part geskippt habe, wo ich hier in das Grabmal gelaufen bin, von dem Essen aus. Noch draußen im Dorf, es war so genial. So, hinunter hier bitte. Hier hat sich auch etwas geöffnet. Oh, okay. Hier ist wieder ein Shop. Mal sehen, was der mir für eine Million Mora Berry bringt. Mora, mein Kopf ist bei ganz schön im Pick getrimmt gewesen gerade. Hier auch mit draufhauen. Ja. Und hier komme ich nirgends von längs, oder? Doch, da vorne. Ab in den Shop noch einmal ganz kurz. Bevor wir irgendwie weiterziehen. Nimm mit das Item. Danke.
Nehmen wir auch mit das Item. Perfekt, habt ihr das gemacht. Denn hier drunter, ja, zu Shopper wechseln bitte. Lauf, 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 lauf. Zeige mir, was es Schönes im Shop zu kaufen gibt. Ist hier noch irgendwas anderes? Ja, ich komme da noch hoch. Das ist hier schick. Richtiges Lager hier. Ja, was macht Joisa hier? Ja, fragen wir nochmal. Hi, ich würde gerne einkaufen gehen. Ab in Trödelern, Glitzer, Glanz. Für 1 Million kriege ich Mumm plus 650. Das zeigt mir nochmal, wie stark diese 700 LP sind. Da, das ist ein Artefakt auf diesem Niveau. LP plus 758. Auf dem Niveau war das, was ich gefunden habe mit Perus Happies. Ihr merkt es, ich bin happy. Ich bin einfach happy. Okay, Mumm ist auch nicht das, was ich haben möchte. LP plus 700, noch ein zweites Mal wäre eigentlich ziemlich strong. Hier ist Verteidigung mit dabei. Ist auch strong, weil das so ein hoher Wert ist. Ich überlege, den zu kaufen, weil ich die 270 übrig habe und dann trotzdem noch 1 Million für irgendwann mal in einem anderen Yoisa-Laden, um was anderes Fettes zu kaufen. Ja, komm, gib her. Gib mir das gute Stück. Dankeschön. Wer möchte es haben aus dem Team? Ich kann mich gar nicht entscheiden, wer das kriegen sollte. Ausrüstung verbessern. Du bist full of damage getrimmt. Du eigentlich auch full of damage, plus ein paar andere Artefakte. Du bist so ein bisschen auf damage und hast ein LP-Artefakt aktuell. Lysop, ja, Sanji. Du bist der, der eigentlich full HP braucht. Gib ihm, ja. Bitteschön. Für Chopper, der heilt eh nur. Chopper muss kein Damage selber machen. Chopper muss überleben und heilen, ohne selbst Schaden zu nehmen. Das ist das große Ziel von Chopper Boy. Gut, hoch hier. Wobei aber Chopper dementsprechend auch nie vor den Gegnern steht, muss man auch dazu sagen. Also eigentlich auch wieder ein Waste. Vollkommen egal. Kraftzug nehmen wir auch mit. Dankeschön. Runter hier. Oh, ich muss noch extra einmal. Okay, ich darf anscheinend nicht einfach runterspringen, was komplett unlogisch ist, weil Ruffy da runterspringen könnte. Aber ist okay. Ist okay. Ich gebe mich meinem Schicksal. Wieder zurück. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Wir haben ein neues Accessoire mitbekommen. Zack. Auf geht's zu Ruffy. Auch wenn ich, wie gesagt, immer noch hoffe, dass man irgendwann für 1 Million ein Artefakt bzw. Accessoire kaufen kann, das den AG boostet auf ein unermessliches. Darauf spare ich, darauf bewahre ich meine 1 Million SP auf. Na, was haben wir hier? Dieser Geruch. Was ist los, Chopper? Ich rieche Umzugskrebschen. Oh, hier soll ein Umzugskrebschen sein, wahrscheinlich. Das muss uns ja helfen. Da! Moin! Perfekt! Wenn wir Hilfe kriegen, ich bin immer offen für Hilfe. Davor bitte einmal hier. Ups, bin ich gerade runtergefallen? Ja, ich bin gerade runtergefallen, ist okay. Ich könnte auch noch einen runternehmen, ne? Ist nur, um wieder zurückzukommen wahrscheinlich. Wupp. Oder? Kann ich runterfallen? Guck mal, da wartet noch ein Gegner auf mich. Kann ich hier runter? Warte mal, warte mal. Doch, ich kann hier runter. Gerade mal der unterirdischen Wüste. Und hier ist ein fetter Gegner plus ein Umzug. Da sieht man, er kommt immer wieder hervor. Und das Krebschen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die richtige Richtung ist zum Laufen. Der hat richtig Bock zu kämpfen. Der hat so Bock zu kämpfen. Was geht bei dir? So, hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Verstehe, das ist also deine Lieblingsstelle. Was ist das für mich? Vielen Dank, Umzugskrebschen. Kraft zu erhalten. Okay, Dankeschön. Da vorne ist eine Schatztruhe, die nehmen wir natürlich mit. Also die lassen wir nicht entgehen. Ich wäre hier nie im Leben, glaube ich, runtergesprungen. Ich erwarte da was Gutes drin. Also, da kennt ihr einen Gegner davor, oder? Auch nicht. Okay. Kein Gegner. Kobras Halskette. Mal sehen, was wir hier jetzt bekommen haben. Verteidigung plus 299. Da sehe ich mich. Ich weiß nur wieder nicht, wem ich das geben soll. Wer möchte chillige 299 Verteidigung von euch haben? Lysop? Du bist ja eigentlich... Eigentlich ist Nami so der Utility-Typ. Aber für diesen fetten Angriff, den sie gibt, ja du, ne? Du möchtest das haben. Weniger Mumm, mehr Verteidigung, würde ich sagen. Okay, go. Bong. Jetzt hast du so viel Verteidigung, Chopper. Ist okay. Chopper voller Verteidigung, kein Mumm mehr. Ist okay, kriegt er hin. Er überlebt schon. Das ist unser Chopper-Boy. Wie gesagt, eigentlich Nami wäre die zweite, die es bräuchte. Ich kämpfe doch einmal gegen den hier. Der wirkt so, als würde er mir ordentlich XP geben, oder? Hi. Ich komme von hinten. Gibt es hier eine extra Mission? So, die Crew hat eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Nein, es gibt keine extra Mission. Hat sie nicht gelohnt. Sehr traurig. Aber trotzdem an. Dann ist das nur ein kleiner Damage-Test für mich. 6500 Schaden. Er ist so strong mittlerweile. Es ist so schick. Und du bist hier perfekt. Dann, Onigiri. Ja, gehen wir mit Onigiri. Oder gehen wir mit der nächsten. Ja, komm, Onigiri reicht. Reicht schon. 2100 Charme, meine ich doch, reicht schon. Chillig. Du
Boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dir mache, um ehrlich zu sein. Kampfcrew ändern, einmal austauschen durch jemand, der fährt. Ah! Weiß, was ich mit dir mache. Weißt du nicht, wie viel Schaden du gerade machst, Robin? Aber du flirst Grab. Es ist sogar ein Fernkampfwiderstand, hat er. Der hat Widerstand gegen diese Grabtechnik. Es ist so fies. Und zeig mal, was du hier bekannst. Komm. 600 Schaden im Vergleich zu Zorro. Wie hoch ist euer ANG-Unterschied? Heftig. In der nächsten Runde kommt ein starker Angriff. Und es darfst nur du angreifen. Go. Okay. Aber Zorro beendet das Ganze jetzt, ne? Zorro, zeig mal, was du kannst mit einem normalen Angriff. 1200 Schaden. Ist meine Robin so schwach, ich muss da mehr Damage heben. Eigentlich kann ich all meine Figuren auf Damage trimmen. Die sollen alle nur Schaden machen. Muss niemand überleben. Und es hat sich doch gelohnt, gegen ihn zu kämpfen. Es waren doch 10.000 Erfahrungspunkte. Ich bin sehr happy darüber. Ich dachte schon, Menno verschwendet, dass ich hier dazugekommen bin. Gut, ich kann die Abkürzung nehmen. Aber es war doch nicht verschwendet. Das ist, freut mich sehr, sehr, sehr. So, gerade meine Könige, untere Ebene 4 für den Schlüssel. Upp. Bevor wir in die Mission gehen. Erstmal geschnappt. Na, wen haben wir denn da? Eine Spanne. Wir haben hier verschiedene Missionen. Krokodil, Krebs, Schlange, Alpaka. Wahrscheinlich eher ein Lama, ich weiß es nicht. Und Robin, wo sind wir hier? Das ist die unterste Ebene des Grabmals der Könige. Ich schätze, dass man diesen Mechanismus einen Weg zum Schlüssel freigeben kann. Okay, sehen wir mal nach. Sonius wird rätseln und Sonius wird das Rätsel um das Scheiter herum lösen. Die Frage ist, kann ich hier schon irgendwas machen? Nein, ich kann aktuell nur den Rahmen aktivieren. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas... Hallo? Hier noch irgendwas ist? Schwupp. Jetzt bin ich oben drauf. Das ist doch chillig. Komme ich da an? Ja. Darüber könnte ich mich außenrum begeben. Und hier ist auch ein Weg nach unten. Wofür führt der mich? Ins Nichts? Ja, ins Nichts. Okay, den brauche ich also nicht. Ich kann also damit außenrum. Ich aktiviere lieber erstmal den Schalter. Bevor ich jetzt irgendwie verschwinde, wupp, aktiviere ich zumindest hier den vordersten Schalter, glaube ich. Ah, es passiert nichts. Okay, ich muss erstmal 4 andere Schalter aktivieren, um dann den mittleren Schalter wahrscheinlich zu kriegen. Kriegen wir hin. Bin ich bereit für. Wupp, nee, das ist der Rückweg. Da ist eine Schatztruhe. Ja, wird mitgenommen. Dankeschön. Was haben wir? Halskette mit Mumm plus 81. Komme ich hier weiter? Ja, ich komme hier auch weiter. Perfekt. Die Frage ist, Dankeschön. Wo sind die 4 kleinen Schalter, um danach den großen Schalter aktivieren? Hier ist Schalter Nummer 1, die Schlange. 1 von 4 gefunden. Und jetzt geht wahrscheinlich der hoch, oder? Oder leuchtet. Ist auch okay. Leuchtet und wenn alle 4 leuchten, dann kann ich den Rahmen benutzen. Okay. Easy. Damit kann ich rüber ins nächste Gebiet. Doch das mache ich erst, wenn ich den nächsten Schalter gefunden habe. Hier sind nämlich mit absoluter Sicherheit 2 Schalter. Zack. Was ist hier unten noch? Gar nichts. Gar keine Mission. Gar kein Rätsel. Erfahrungsbonus. Ich möchte trotzdem nicht gegen dich kämpfen. Weil du mir keine hohe Erfahrung garantierst. Okay, okay, okay. Ich bin ja schon dabei. Ganz ruhig. Zack. Kampfcrew. Tauschen. Ja. Angriff mit Gatling. Go. Da, 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 da. 4 auf einmal. Down. Und Zorro, du darfst mir den Rest machen, wenn du willst. Oder? Einmal bitte Shopper austauschen. Zorro, beziehungsweise Zorro und Nami machen das zusammen. Easy, chillig. Ein Standardangriff von dir, ein Standardangriff von Robin und es sollte dann sein, glaube ich zumindest. Maximale SP erhöht und Robin beendet das Ding. War doch ein einfacher Kampf, war okay. Hatte jetzt keine extra Mission, bedeutet wahrscheinlich genau 1300 extra Erfahrungspunkte. Ruffy noch ein Level Up, ist doch auch cool. Nimmt man doch trotzdem gerne mit den Level Up. Komm, Dankeschön. Einfach nur, wupp, Schalter Nummer 2 von 4. Sehr gut gemacht. Wenn wir gleich gegen Crocodile kämpfen, lohnt sich wahrscheinlich auch Stufe 28 statt Stufe 27. Das ist hier extra Damage. Wird angenommen. Es leuchtet. Und wir können zu Schalter Nummer 3 und 4. Vermutlich auf der anderen Seite. Was lag da noch? Ein Ja-Ja-Würfel. Und. Nee, 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 nee. Hallo? Einmal auswechseln. Danke. Wupp. Haben wir. Und nochmal Vogelbuschfleisch oder sowas. Ja, Vogelbrustfleisch. Wird auch genommen. Können wir wahrscheinlich lecker, lecker, schmecker kochen. Das habe ich wieder nicht. Es nervt mich. Okay, ich habe keine Lust mehr. Mit Sanji werde ich nicht suchen. Ich weiß, ich brauche das auch noch für eine Trophäe. Ich weiß, ich muss 25 Materialien mit Sanji in der Overworld finden. Für eine Trophäe.
Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe gar keinen Bock darauf, diese 25 Materialien zu suchen, denn einfach nirgendwo so Material liegt. Ich bin schon an so vielen Stellen gewesen. Kommt hier ein Gegner, der das bewacht? Oder warum gucken wir uns das gemeinsam an? Ruffy popelt erstmal. Ist ja sonst nichts dabei. Das ist... Ah, das hat man im Trailer gesehen. Einige vermuten nämlich, dass das, was man gerade gesehen hat, diese Bilder, ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Zoom drauf kriegen, was ist los, Robin? Mir ist nur etwas an dem Deckengemälde aufgefallen, aber es ist wohl nicht relevant. Einige vermuten nämlich, dass das ein Teaser auf DLCs sein könnte, die dieses Game in Zukunft mitbringen wird. Also, Skypier ist zum Beispiel oben in der Mitte, Fishman, also Fischmenscheninsel oben links. Boah, was könnten die anderen noch so sein? Also Skypier und Fischmenschen erkennt man. Aber die anderen, da kann man jetzt ein bisschen diskutieren. Ich glaube, es gab auch einige, die überlegt haben und nur so auf 3 oder 4 auf eine Idee gekommen sind, was es sein könnte. Aber hat mir tatsächlich ein Video zu reingezogen. War spannend, das zu sehen. Die Vermutung. Da wieder einmal wechseln. Ja, mach das. Go. Hast du gut gemacht. Das sieht man wenigstens vorher. Da muss ich nicht extra auf Zorro drauf, um diese Kisten zu sehen. Go. Fehlt noch ein Schalter, meine lieben Freunde. Ein letzter Schalter. Und dann können wir weiter geradeaus. Das wird auch sexy schmexy. Okay, ich bin bereit. Weiter hier rechts rum. Du bist der Rückweg. Irgendetwas passiert. Echt? Soll das Monster aus dem Bergruin darstellen? Und der letzte. Wahrscheinlich wäre das eigentlich der erste gewesen. Rechts rumlaufen, der erste, dann der zweite. Aber passt ja auch so rum. Go. Unsere 4 sind aktiviert. Und... Wow. Das Feuer hat einmal aufgeleuchtet. Wow. Wo muss ich hier hoch, ne? Das sieht aus wie eine Art Schalter. Ja, das ist richtig. Nein. Wupp. Ich will doch erst die Materie mitnehmen. Die Würfel und... das Grundsteinsalz. Da wird sich jemand freuen. Ein gewisser Koch wird sich freuen. Go. Danke. Und... lasst es uns aktivieren, den letzten Schalter. Boop. Tada. Jetzt darf ich aber rüber, oder? Auf zum Schlüssel, damit wir dann zu Crocodile kommen. Ich bin bereit für das Finale. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile so viele YouTube-Wüste gelaufen. Wir hatten so viele Let's Play Parts. Bis genau hierhin. Es wird Zeit, an dir verheilen vorbeizulaufen. Sehr schön. Es wird Zeit, einmal zu speichern und seine AP just in case aufzufüllen. Vielleicht sollte ich auch ganz kurz, warte mal, nicht speichern, sondern erstmal gucken, was hier unten noch ist. Stimmt irgendeine Schatztruhe oder sowas? Also das lassen wir nicht entgehen. Wir spielen hier ein RPG, meine Freunde. Da wird alles eingesammelt, was man einsammeln kann. Menno. Ich glaube, gegen den muss ich kämpfen. Deswegen habe ich jetzt den Kampf gewagt. So, extra Mission. Ich lieb's. Wenn ich die sehe, bin ich happy, gegen die gekämpft zu haben. Gut. Ruffy one-shottet das halt eh. Das ist super lächerlich. Gatling und tschüss. So, den Angriff geboostet. Damit er genau sowas machen kann, gegen jeden Typen. Sehr, sehr, sehr schick. Und den zweiten, wir machen genau das gleiche wie im letzten Kampf. Nummer 1 und dann Robin Nummer 2. Nur, dass er diesmal, glaube ich, angreifen darf, die Kung Fu Robin, oder? Auch nicht. Okay. Und Nummer 2. Tschüssi. So, ich mir das vorgestellt. Letztes Mal, oh, 11.000 Erfahrungspunkte. Aber nur einer hat hier einen Rank abbekommen mittlerweile. Okay, es wird weniger. Was ihr Rank-Ups kriegt. Das muss ich mit Zorro durchtrennen. Kriegen wir hin. Please, einmal rüber zu Zorro. Zerstören natürlich beide. Woop. Boom. Ist der andere jetzt auch zerstört? Nein, mach ihn. Gönn ich dir, Zorro. Damit du ein bisschen mal beweisen kannst, was du kannst. Hast du es gut gemacht. Braver Zorro. Dankeschön. Haruhi von Mr. One. Okay. Schauen wir rein. Mr. Wall, AG plus 329, ja. Wer freut sich da? Das ist mein Ruffy-Line, bitteschön. Und dann müsste ich eigentlich, glaube ich, dich noch einmal boosten, ne? Mit dem, das ich gerade abgelegt habe. Also, hier AG plus 220, das hier ist Glücksausweichen, das hier ist Frost anwenden. Frost brauche ich nicht. Keine Ahnung, muss ich auch niemand anderen geben. Passt so, bin ich happy mit. Solange ich nicht weiß, dass ich Frost aufgrund von irgendeiner... Passt, verpasst, da hinten liegt ein Würfel. Ganz hinten, still und heimlich. Liegt ganz, 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 ganz einsam und alleine dieser Würfel. Den hätte ich jetzt fast verpasst. Shopper, okay. Rüber. So wichtig, diese Würfel geben so einen fetten Damage-Boost auf die ganzen Fähigkeiten.
Davon muss man auf jeden Fall langfristig im besten Falle alle einsammeln. Deswegen bin ich sehr happy, den noch gesehen zu haben. Das wichtigste Item von allen. Und dann lasst uns, zack, den Schlüssel holen, meine Freunde. Jetzt speichere ich einmal. Ich weiß nicht, ob hier schon Crocodile kommt. Ich glaube, Crocodile ist oben. Hier kommt jetzt nur so ein kleiner Zwischenkampf für einen Schlüssel. Wenn ich das richtig verstehe. Oder? Moin. Gucken wir mal, ja. Hier kommt nur ein Schlüssel. Hier ist noch nicht Crocodile. Das ist okay. Und dann muss ich wieder zurücklaufen bis oben vor die Eingangstür von Sir Crocodile. Aber das kriegen wir auch hin. Da ist eine Schatztruhe. Ja, da finden wir vermutlich den Schlüssel. Die steht hier so, wirklich so komplett offensichtlich. Aber es ist der Historienschlüssel. Wunderbar. Dann lass uns zurückgehen und die Tür öffnen. Warum ist hier noch eine Mission? Warum ist hier noch eine Mission? Weil die Gegner kommen. Okay. Jetzt läuft... Oh nein, wie gruselig. Jetzt läuft hier noch jemand herum. Nicht, dass die uns erwischen. Und wir auch noch in einem Kampf verlieren könnten oder ähnliches. Oh nein. Wo sind die denn alle hergekommen? Ist doch vollkommen egal. Agenten der Barockfirma. Anscheinend weiß Crocodile, wie wir sind. Ist doch vollkommen egal. Sollen die Agenten der Barockfirma hier sein? Erwischt er mich? Nein, erwischt er nicht. Perfekt. Das sind so schwache Gegner alles. Der dreht sich gleich um und dann kann ich nichts am Rücken angreifen, oder? Oh doch, der lässt mich von hinten angreifen. Chillig. Danke, Bruder. So sehe ich das doch gerne. Schaffer ist auch mit dabei. Und bei dir, du bist nicht sehr effektiv. Bedeutet, wir tauschen dich einmal aus gegen, beziehungsweise Robin, gegen Lissop. Lissop ist ja unser Damage-Dealer. Für Gegner, die vor einem stehen, mit Lissops Pawn. Wäre natürlich besonders stark, aber das reicht auch. Go. Oder? Ah, Lissop, schwach. Loser. Bong. Ganz klar, Loser. Wer möchte als nächstes... Ach, gegen euch bin ich auch nicht sehr effektiv. Hier brauche ich jetzt Zorro, okay. Komm her, kommen Sie ran. Ja, schärf dein Katana so sehr, wie du möchtest. Am besten mit dieser Fähigkeit gegen alle drei. Bitte per One-Shot. Dankeschön, Zorro. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann... Greif du einmal an. Punch, beide down. Okay, ich wollte eigentlich noch einmal mit Lissop angreifen. Ist aber halb so wichtig. Lissop hat eine Fähigkeit eingesetzt, die viel SP gekostet hat. Aber wie gesagt, halb so wichtig. Weiter. Hier können wir hoch. Danke. Kann ich direkt da hoch? Nee, kann ich nicht. Schade. Vollkommen egal. Huch. Ah, eine Trophäe dafür, dass ich mich die ganze Zeit hier, zack, diesen Move benutzt habe. Wenn man den x-mal benutzt, muss ich gegen dich kämpfen. Erfahrung geht hoch, aber es ist halt immer nur eine kleine Erfahrung. Wunderbar. Also solange ich nicht kämpfen muss, versuche ich es auch zu vermeiden. Denn... Zack, einmal bitte zerschneiden. Denn ich bin eh overpowered. Ich bin eh viel stärker als die Gegner. Es ist eh alles noch super easy. Also, warum sollte ich dann meine Zeit mit so etwas verschwenden, wenn ich es nicht machen muss? Hi. Okay, mit dir muss ich. Du holst mich ein. Das ist okay. Ein, zwei Gegner zwischendurch. Er hat mich von hinten angegriffen. Gegner hat erhöhte Chance auf kritische Treffer. Okay. Zack, dann besiegen wir erstmal alle drauf. Einmal. Ciao, ciao. Auch wenn ich eigentlich einen Standardangriff machen müsste, ist okay. Haben wir Werte aufgrund von maximaler SP erhöht. Dich muss ich auswechseln. Kriegen wir hin. Kampfcrew. Bitte Nami einwechseln. Ja. Dum dum. Okay, das war strong. Habe ich nicht erwartet. Dann macht Lissop, glaube ich, noch einen sehr starken Hit. Auchi, auchi. Lissop, der da angreifen will, bitte einmal. Auch mit Punch. Okay. Ich wollte eigentlich mit Zorro nochmal angreifen. Aber es ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Zorro hat jetzt zwei Fähigkeiten eingesetzt. Zorro hat jetzt ein bisschen SP verbraucht. Es ist insgesamt overall nicht so schlimm. Und ich hätte nicht gegen ihn kämpfen müssen, fällt mir gerade auf. Ich muss ja auf die andere Seite, ich Trottel. Da steht auch eine Wache, die Bock hat, gegen mich zu kämpfen. Kann ich an der Heimi vorbeilaufen? Die steht da sehr bewachend. Die hat auf jeden Fall Bock, aber ich glaube, ich bin schneller als er, oder? Tschüss. Er bemerkt mich einfach nicht. Er bemerkt mich nicht. Was sind denn das für Leute, die Crocodile da angeheuert hat? Der bemerkt mich hingegen schon. Holt er mich ein? Nein, aber holt mich nicht ein. Das ist das Wichtigste. Gegner, die mich nicht einholen, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Warum stehen die da so auffällig zu dritt? Und bewachen die Tür? Das ist... Hä? Okay. Die sind sehr auffällig. Deswegen habe ich überlegt, ob ich gegen die kämpfe. Aber ich lasse das jetzt. Ich kämpfe hier jetzt gegen Crocodile. Ich muss wahrscheinlich noch gegen die zwei kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich direkt die Tür ansprechen kann. Die hier müssen wir jetzt wirklich speichern.
Denn das ist der Progress, den wir wollten. Dankeschön. Ab in den Kampf. Kann ich an euch vorbei? Schaffe ich das? Habe ich es geschafft? Ja, bereit. Ich öffne die Tür. Schnappen wir uns Crocodile. Bin auch sehr gespannt auf die ganze Animation jetzt, beziehungsweise was jetzt storytechnisch uns erwartet für die Wiederholung von dem Kampf gegen Crocodile. Besonders, weil Robbe mit dabei ist, jetzt schon. Mit dabei im Kampf. Na? Hallöchen. Was machst du hier, Stroh und Ruffy? Ich bin hier, um dir das Gesicht einzuschlagen. Vor lauter Rookies wie dich gibt es hier auf der Grand Line wie Sand am Meer. Okay, das war ja jetzt nicht so episch. Was machst du hier, Stroh und Ruffy? Ich bin hier, um die Kontrolle über das Land wieder zu entreißen. Zurück? Wovon redest du? Wir sind kurz davor, es zu erobern. Ach, du hast es doch gar nicht erobert? Falls das wirklich ihr Land ist, sollte Vivi mehr lächeln. Deswegen kämpft ihr, wollt ihr für andere Leute sterben? Dieses Land und diese Prinzessin haben mit Piraten euch nichts zu tun. Vivi sagt den Leuten immer, sie sollen nicht sterben, aber sie setzt ständig ihr Leben aufs Spiel, um andere zu retten. Wenn wir jetzt gehen, bringst du sie einfach um. Ihr versteht es nicht, deswegen solltet ihr euch die Person aus dem Kopf schlagen. Ein Freund ist jemand, von dem man nicht möchte, dass er stirbt. Solange sie nicht aufgibt, werden wir nicht aufhören zu kämpfen. Auch wenn ihr stirbt. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Was für epische Worte. Dann, ja, hauen wir natürlich das Stärkste vom Stärksten raus. Also, go. Boom. Angriff ineffektiv. Nein. Zorro geht es gar nicht gut. Den hätte ich zuerst auswechseln müssen. Also, Zorro hätte ich zuerst auswechseln müssen. Raus mit dir. Rein mit dir, bitte. Macht er jetzt Schaden? Okay. Das kann Schaden machen. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass ich damit hitten kann. Dann wechseln wir dich bitte aus. Und ihr seid jetzt Supporter, meine Lieben. Gegen dich. Wunderbar. Wobei, ich glaube, noch muss ich nicht supporten unbedingt. Wir setzen erstmal ein Item ein. Komm. Gegenstände, Essen, Heilen, Gift, das sind alles keine Boni für den Kampf oder im Kampf. Also 3 Runden lang den ANG aller Verbündeten, die Verteidigung aller Verbündeten und den Mumm aller Verbündeten um 15%. Nehmen wir. Boosten. Go. Absolut strong. Alles um 15% und für 3 Runden geboostet, bin ich dabei. Jetzt machst du noch. Passt auf. Eigentlich Verschwendung, dass sie das nicht zuerst gemacht haben, egal. Dass du die Verteidigung oder den Mumm des Gegners senkst. Ich weiß immer noch nicht, oder wieder, was der Unterschied war zwischen Verteidigung und Mumm. Wir senken die Verteidigung, weil ich davon so viel habe. Go! Verteidigung von Crocodile gesunken. Und jetzt bin ich bereit für den Kampf. Also, mit Bullet kann ich auf jeden Fall keinen Schaden machen. Kann ich allgemein mit solchen Fähigkeiten keinen Schaden machen? Wir probieren es nochmal aus, komm. Okay, du machst Schaden. Ist das nur Ruffy, der keinen Schaden machen kann? 203 Schaden ist nicht viel, das ist okay. Du mit Bullet. Das war ineffektiv. Warum? Es steht nirgends von dabei, dass es ineffektiv ist. Denn der hier ist genauso strong. Go! Okay, wunderbar. Der passt auch. Sandsturm, den greifst du an. Das ist okay. Die können gerne hinten boosten, wenn sie wollen. Aber, wie? Ach, ich muss den Sandsturm besiegen? Echt? Ist das... interessant. Okay, ich brauche gerade kein Healing. Dann komm her. Du bist stark. Go. Besiege bitte. Feuerstern ist... Nehme den. Go. Oh, der hat aber gut LP. Ich glaube, ich sollte mich nicht vom Sandsturm stören lassen und einfach mein Ding machen, genauso wie ich es machen wollte. Wenn ich... oder? Na komm, greif erstmal an. Go. Der ist ja easy down wieder. Mit den Freundschaftstalenten ist der so easy down. Ja, mach das gerne. Und jetzt brauche ich bitte aber doch Healing. Von daher, wobei du bist der Stärkere, ne? Ach was, wait. Du bist schwach? Bist du denn stark? Aber ey, mein Zorro gar keine LP. Ach ja, weil er am Angriff angegriffen wurde. Und den ist jetzt trotzdem nicht... Nee, Widerstand hat er gegen die Fähigkeit. Go. Zeig mal. Okay. Dafür nimmt Nami aber wenig Schaden. Dafür, dass er sehr effektiv angreifen kann. Und nochmal die Freundschaftsfähigkeit. Der ist ja wirklich schon fast down.
So, jetzt kann ich healen. Du raus, du rein. Yo. Und bitte einmal ganz dringend Heilung für Ruffy. Hier geht's wirklich gar nicht gut. Bitte schön, Ruffy. Arigato. Und nächste Runde ist Crocodile halt einfach down. Muss man den Sandsturm vorher besiegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Go, tschüss. Kommt gleich noch eine zweite Phase oder sowas? Crocodile ist halt einfach down. Also, nee, das wäre zu Verschwendung, mit euch einzugreifen. Zack, fertig, oder? Da musste noch eine zweite Phase oder was geben. Das war, nee. Das ist Crocodile jetzt Niederlage. War zu einfach. 21.000 Erfahrungspunkte ist geil. Aber ich habe keinen Schaden genommen, außer natürlich Zorro, der wieder sehr effektiven Schaden nimmt. Wenn eine Figur sehr effektiven Schaden nimmt, ist vorbei. Mann, ich dachte, das kann es doch nicht gewesen sein. Kann er mir nicht erzählen. Oder lässt er jetzt einfach nur alles einschätzen und ist vorbei. Der Crocodile steht wieder. Was ist das denn? Was hat das zu bedeuten? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ändert rein gar nichts. Ich schalte das Krokodil aus und hole Vivis Land zurück. Motivation! Meine ich doch, es wird noch eine zweite Phase geben. Was ist los? Vorsicht, Ruffy, irgendwas stimmt nicht. Erinnerungen vermischen sich. Mächtiger Gegner. Du bist auf jeden Fall immer noch sehr effektiv, was ich sehr wichtig finde. Von daher greif auf weiter an. Viel weniger Schaden als in der Runde vorher. Viel weniger Schaden. Okay, Sanji blutet. ANG verringert, Ruffy blutet, ANG verringert. Und du machst einfach weiter mit den Freundschaftstalenten, weil die so strong sind, Ruffy. Wobei wir jetzt einmal ausprobieren könnten, ob der Bull... Guck mal, eben gerade was 4000 Damage, den die angerichtet haben. 4000 im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Gegenstände. Jetzt Schockbecher? Nee. Senkt Widerstand für Verbrennungsangriffe. Senken Mumm drei Runden lang. Ich glaube, Mumm drei Runden zu senken ist sinnvoll. Go. Mumm verringert. Du könntest in diesem Turn heilen. Du stehst ja einfach nur rum, ne? Es lohnt eigentlich noch nicht so richtig, aber ich mache es trotzdem schon mal, weil ich genug SP habe. Und dann weiß, dass ich eine Runde später irgendwann Ruffy heilen kann und erstmal mich um Sanji kümmern kann. Also das ist einfach nur, um Zeit zu schinden. Okay, oder so. Go. Und ihr macht jetzt einfach genau mit diesen Angriffen weiter. Chillig. Aus dem Off kommt der Support, ihr greift an. Ich könnte fast noch eine weitere Figur hineinstellen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen sicherer. Danke. Ich wollte den Bullet noch ausprobieren, ne? Ich glaube, so bin ich ein bisschen sicherer, das ist ein bisschen chilliger. Und ich, Kampfcrew, austauschen, Nami. Sie kann mich auch aus dem Off supporten, ne? Ich habe ihre Fähigkeit noch nicht einmal benutzt, diese Supportfähigkeit. Er schafft eine Temperaturschwankung, eine Fata Morgana lässt den Verbündeten einen Angriff ausweichen. Und wir haben hier... Steht heimlich Barry ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, machen wir einfach. Go. Weich einmal aus, Ruffy. Warum nicht? Verteidigung erhöht das auch. Das ist dann natürlich cool. Und du heilst wieder. Und diesmal bitte die andere Person. So habe ich mir das vorgestellt. Abwechseln, Sanji und Ruffy heilen, während die beiden den voll auf die Fresse geben. Move. Ist okay. Das war der Angriff, den ich ausweichen wollte. Aber du, darf ich noch einmal ausprobieren? Machst du jetzt mit deinem Bullet Schaden? Es steht nirgendwo was von Widersteht dabei oder Co. Jetzt mache ich Schaden, okay. Und Bullet ist genauso stark wie sein Freundschaftstalent. Chillig. Bang. Ruffy blutet, ANG von Ruffy verringert. Ist vollkommen in Ordnung. Du setzt bitte auch den hier ein. Bang. Autsch, autsch. Sir Crocodile, besiege Crocodile mit Ruffy, ist die letzte Mission. Fühle ich. Kann ich ihn... Ich weiß nicht, ob sich ein Angriff aus der Ferne lohnt. Ich glaube nicht. Ich sollte stattdessen hier gegenheilen. Mit zwei Figuren gegenheilen, das ist doch nochmal ein spannender Kampf. Das hätte mich auch so entsetzt, wenn das erste der richtige Kampf gewesen wäre. So entsetzt. Der ist jetzt sogar actually schwierig. So, du darfst auch wieder heilen, und zwar diesmal Ruffy. Go! Alligator, Chopper! Was kommt jetzt? Wow. Okay. Ich heile jetzt schon. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was als nächstes passiert. Jetzt, wo ich weiß, dass der Angriff hat, die 900 Damage Points Schaden machen können. Das ist strong. 871 war das, glaube ich, ne? Das ist doch ein normaler Angriff hier mit dem 200 irgendwas. So, du darfst weiter mit der Bullet angreifen, wenn du willst. Go.
Angriff ineffektiv, warum? Hä? Woran habe ich das jetzt erkannt, dass der Angriff ineffektiv wird? Voll fies. Vitaläpfel, ja. Yippie. Zwei Figuren, die aus dem Off heilen. Navi Life für mich, yes. Zwei Figuren, die aus dem Off heilen, ist eine chillige Kombination. Und du kannst weiter genau deinen Tritt einfach einsetzen. Der ist ja nie ineffektiv. Chillig. Bong, ist okay. Sanji blutet. ANG von Sanji weiter verringert. Gummo, gummo, no. Nein, 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 nein. Freundschaftstalent. Das ist wenigstens das, was funktioniert. Und auch 1200 Schaden macht. Das ist strong. Du musst, ja, du kannst auch, nein, nein, mit gegenheilen. Komm. Wir benutzen zwei Healer. Chopper zusammen mit Nami. Das ist, glaube ich, eine ganz chillige und gute Kombination. Für diesen Kampf, für so einen Bosskampf, der auf so einem Niveau ist. Das ist, wie gesagt, kein einfacher Gegner. Und ich merke auch schon, du kriegst auch langsam Probleme mit dem Heilen, ne? Also bald ist dein SP leer, Chopper Boy. Go. Yippie! Aber zu wissen, dass der einfach einen Angriff hat, der hier, den hier, boom, der kurz die Hälfte der LP ziehen kann, ist halt gruselig. Da weiß man, man möchte sich rechtzeitig heilen. Kampfrunde 6. Greif ihn an. Und bong, 318 Schaden nur. Ist okay. Ich glaube, jetzt sollte ich einmal ganz kurz. Wo ist Chopper? Du solltest zuerst gegen heilen, denn du heilst ihn nicht mal mehr voll, weil er so viel AP verloren hat. Zack, Dankeschön. Richtig geheilt oder verbessert. Danke, Chopper. Du hast mir das Leben gerettet. Cute. Und hau drauf. Ich glaube, das sind nur noch zwei Angriffe, oder? Mit Ruffy. Also einer jetzt noch. Du könntest schon fast mit angreifen. Ich gehe den sicheren Weg, aber ich glaube, Nami könnte auch schon mit angreifen. Beziehungsweise ich könnte stattdessen Lissop einwechseln. Schwupp und Lissop könnte mit angreifen. Ruffy blutet, Angriff weiter verringert. Du greifst jetzt zuerst an. Das sollte ihn nicht besiegen, gehe ich von aus. Meine ich doch. Und dann hoffe ich stattdessen, dass Ruffy jetzt derjenige ist, der in K.O. kriegt mit noch einem Freundschaftsangriff. Schauen wir mal. Zack, go. Ist ja auch die Mission. Besiege Crocodile mit Ruffy. Geschafft. Gegnerisches Ziel mit Ruffy besiegt. Erfahrungsbonus eingesammelt. 31.000 Erfahrungspunkte und sein Mantel. Da steigen sie doch alle Level auf. 2, 3, 4, 5, 6. Die arme Robin ist nur auf Stufe 24. Aber ist so Rotzlöffel, weißt du überhaupt, wer ich bin? Der Kampf. Ohne Blut. Kann er schon wieder Haki einsetzen? Oder was geht hier ab? Ja, ja. Oder nimmt ihr jetzt den... Oder ist das nicht kinderfreundlich genug, wenn da jetzt Blut zu sehen ist? Also weder Haki... Komm, da muss jetzt Blut zu sehen sein. Oder Haki wenigstens. Wenn ihr kein Blut zeigen wollt, dann macht, dass er noch Haki einsetzen kann. Wir gehen immer davon aus, dass Haki im Spiel war. Nur, dass es natürlich nicht für jeden sichtbar ist. Und dementsprechend war Haki für uns nicht sichtbar an dieser Stelle. Das habe ich doch schon damals gesagt. Dass ich stärker als du werde. Und bleibst. Oh, was ist das? Gum Gum Storm. Verlorene Kräfte wieder erlangen. Du kannst neue Fähigkeiten einsetzen. Den Gum Gum Storm kann ich jetzt einsetzen. Vivi schrie so laut, wie sie konnte, um die Kämpfe auf dem Palasthof zu übertönen. Doch ihre Stimme erreichte die Ohren der Soldaten in ihrem Kampffrosch nicht. Dann schlug etwas mit Donnern in den Platz ein. Es war Sir Crocodile, den Ruffy besiegt hatte. Die altbekannte Story. Durch diese plötzliche Störung kamen die Kämpfe zum Liegen. Regen prasselte auf dem Platz nieder und stillte den Blutdurst auf dem Schlachtfeld. Hört auf zu kämpfen! Vivis Stimme, die Stimme einer Prinzessin, die ihrem Volk um jeden Preis helfen wollte, drang den Soldaten endlich in die Ohren. Ihr seht es doch selbst. Ab sofort wird wieder Regen fallen wie früher. Der Albtraum ist vorbei.
Die Soldaten beider Armeen warfen ihre Waffen nieder. König Cobra, den die Strohpiraten gerettet hatten, tauchte ebenfalls auf und verkündete seinen Bürgern, dass der Krieg nun vorüber war. Da ist er! Und damit endete der Bürgerkrieg von Alabasta. Niemand wusste von den Kämpfen, die die Piraten an der Seite der Prinzessin ausgetragen hatten. Doch, die Marine! Die haben mir das auch erzählt. Wir kämpfen mit Vivi. Aber ist okay. Haben wir. Happy End. Er kann jetzt auch nochmal rumlaufen. Deine Crew ist in die Stadt gegangen. Willst du nach ihnen suchen? Heute Abend findet ein Bankett statt. Bitte kehre bis dahin zurück. Stell dir jetzt, alle haben die Gruppe verlassen. Ich suche Arbana und triff dich mit deinen Freunden. Okay. Das war das Crocodile-Finale. Anscheinend gibt es noch im nächsten Let's Play Part ein schönes Bankett. Und das wird dann das Finale von Alabasta. So, das gucken wir uns an im nächsten Let's Play Part. Das war genial. Ich habe den Kampf sehr genossen. Der war doch ein bisschen schwieriger als das, was wir bisher im Kampf hatten. War trotzdem noch gut machbar, wenn man viele Äpfel dabei hatte und zwei Healer benutzt. War alles okay. Und man konnte ihn wieder quasi in einem Versuch besiegen. Aber man merkt einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Also meine Hoffnung lebt, meine lieben Freunde. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.